Und schon wieder hat Topaz zugeschlagen. Neben den üblichen wöchentlichen Updates erfuhr Foto-AI jetzt einen gewaltigen Sprung nach vorne. Mit dem Upgrade auf Version 2. Es ist das umfangreichste Upgrade seit der Erstveröffentlichung und erweitert den Anwendungsbereich um Licht- und Farbanpassungen und verbessert bestehende Funktionen wie Rauschunterdrückung, Schärfung, Autopilot und die Photoshop-Integration. Wenn ihr Foto-AI innerhalb des letzten Jahres erworben oder erneuert habt, dann erhaltet ihr die Version 2 kostenlos. Wenn eure Upgrade-Lizenz abgelaufen ist, dann erneuert sie zum Preis von $89, um ein weiteres Jahr an Upgrades zu erhalten. Für Neukunden gibt es bis zum 22. September ein Angebot für $159 statt $199. Und alle, die das neue Foto-AI erstmal ausprobieren wollen, finden eine Testversion unter dem Button Try for Free. Sie ist voll zeitlich unbegrenzt funktionsfähig. Nur zum Speichern eurer Ergebnisse wird dann eine Lizenz benötigt. Bitte benutzt dazu meine Links in der Videobeschreibung. Ihr unterstützt damit meinen Kanal, indem ich eine kleine Provision erhalte, ohne dass sich euer Preis dadurch erhöht. Interessieren euch die Details der neuen Foto AI 2 Version? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Klaus. Schön, dass ihr dabei seid. Foto AI 2 führt zwei neue Funktionen ein, mit denen ihr schnell eine neutrale Beleuchtungs- und Farbgrundlinie erstellen könnt. Ihr könnt diese beiden Funktionen entweder zusammen oder separat anwenden. Sehen wir uns zunächst die Funktion Beleuchtung anpassen an, hier in der Anwendung unter Adjust Lighting. Mit diesem Schieberegler lässt sich die Intensität wunderbar einstellen. 25 ist die Standardvoreinstellung, 75 das Maximum. Ich schalte gerade mal das Schärfen aus, dann haben wir die Vorschau wesentlich schneller und müssen nicht so lang warten. Die 25er Standardeinstellung ist noch nicht einmal die schlechteste in diesem Fall. Die Funktion Farbe ausgleichen, in der Anwendung Balance Color, sie versucht das zu beheben, was bisher bei der Bearbeitung von RAW-Dateien am häufigsten kritisiert wurde. Farbstiche entfernen. Dieser arme Hund, er ist ein bisschen grün geworden. Kein Wunder, bei dem ganzen Grün um ihn herum. Ich aktiviere Balance Color und schon hat der Hund seine natürliche Farbe wieder. Auch hier können wir mit einem Schieberegler die Effekte ändern. Wir können mit der Temperatur runtergehen oder rauf. Ich sehe gerade, der Autopilot hat nichts gemacht, außer das Bild vergrößert. Ich klicke das mal weg, dann geht es wieder schneller. Wir können die Temperatur erhöhen. Ich mache sie mal aufs Extrem oder ins Kühle drehen. Die Standardeinstellung ist 50% und in den meisten Fällen vollkommen ausreichend. Hier gesehen, ein Opacity-Slider ist hier auch noch vorhanden. Das heißt, die Deckung, die Dichte, voreingestellt auf 100%, ist uns der erzielte Effekt etwas zu hoch. Ziehen wir das halt von Hand wieder etwas runter. Weiterhin enthält Foto AI 2 ein völlig neues Modell zur Rauschunterdrückung, das starkes Rauschen besser entfernt und mehr Details bewahrt. In internen Blindtests hat sich gezeigt, das neue Entrauschmodell Version 2 bei Bildern mit hohen ISO-Werten weitaus bessere Ergebnisse erzielt als alle anderen von Topaz getesteten Entrauschungsprogramme, einschließlich Lightroom, DxO oder auch Topaz eigene Version 1. Das ist eine Aufnahme mit einer Canon R5 geschossen mit einem ISO-Wert von 25.600. Der Autopilot hat Remove Noise RAW Normal Version 2 gewählt. 25.600, ja, das ist für mich so an der Grenze zwischen Normal und Stark. Ich klicke mal auf Stark Version 2 und wir sehen, was passiert.
Der Hintergrund ist wesentlich sauberer als vorher. Wir schauen uns das Ganze doch mal in der 100% Ansicht an. Und ich möchte gerne den Kopf haben, ja, so etwa. Und das Ganze jetzt noch in der Split-Ansicht. Hier sehe ich es als bemerkenswert an, was an Details noch herausgearbeitet werden kann, wo vorher eigentlich nur noch Rauschen und vor allen Dingen Farbrauschen sichtbar war. Ich sehe das hier in diesem Bereich oder in diesem dunklen Bereich hier oben, in dem zumindest für meine Augen kaum eine Struktur erkennbar war. Hier wird bemerkenswert viel wiederhergestellt. Diese höherwertige RAW-Rauschentfernung wird nur aktiviert, wenn ein RAW-Bild direkt in Photo AI importiert wird. Also kein JPEG, kein TIFF. Im Standalone-Modus, so wie wir das jetzt gemacht haben, öffnet ihr direkt eure RAW-Datei und Photo AI wird automatisch das RAW-Modell verwenden. In Lightroom Classic wählt ihr eure RAW-Datei aus und startet Photo AI über das Menü Datei, Zusatz, Modul, Optionen. Wenn ihr aus Lightroom heraus Bearbeiten mit Photo AI wählt, funktioniert es nicht, denn dann wird eine TIFF-Kopie erzeugt. Topaz empfiehlt, RAW-Dateien direkt in Photo AI zu öffnen, um eine möglichst hochwertige Konvertierung zu erreichen. Photo AI 2 enthält ein umfangreiches Upgrade des AI-Modells für die Schärfung, die Standardschärfung. Das ist eine natürlichere Detailwiederherstellung, weniger Artefakte und eine höhere Empfindlichkeit der Schieberegler bietet. Der Autopilot hat hier Remove Noise gewählt, Sharpen jedoch nicht, weil er das Bild als scharf genug erachtet. Ich aktiviere es deshalb von Hand und standardmäßig wird die Version 1 unter Standardschärfen gewählt. Und jetzt klicke ich mal Standard Version 2. Die Vorschau ist fertig und wir sehen noch mehr Details und die haarfeinsten Härchen. In internen Topaz-Blindtests übertraf der Standard Version 2 den Standard 1 bei Testbildern um über das Vierfache. Verwendet dieses Modell für kleine bis mittlere Mengen an Unschärfe. Die Version 2 meine ich damit. Für sehr unscharfe Bilder ist eine Aktualisierung des Modells Starkes Schärfen hier in der Anwendung Strong geplant. Es wird also mit einem der nächsten wöchentlichen Updates der Button Strong Version 2 auftauchen. Darüber hinaus gibt es neue Autopilot-Voreinstellungen. In den Einstellungen kann fast jeder Aspekt des Autopiloten angepasst werden. Um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, lassen sich einzelne, vielleicht selten benötigte Funktionen auch ganz ausschalten. Besonders langsame Funktionen wie Gesichts- und Motiverkennung kämen dabei in Frage. Bei Bedarf können dann einzelne Funktionen manuell aktiviert werden. Allerdings beraubt man damit Photo AI seiner größten Stärke, der des Autopiloten. Wer möchte, kann den Autopiloten jetzt auch vollständig aktivieren, indem er in einigen Einstellungen None wählt. Remove Noise, Always Off und so weiter. Also alles ausstellen. Nach dem Öffnen von Bildern können die gewünschten Funktionen dann manuell aktiviert werden, hier rechts im Bedienpanel, ohne auf die automatische Erkennung zu warten. Auch wenn die Standardeinstellung des Autopiloten für die meisten Fälle gut geeignet sind, lässt sich die Effizienz erheblich steigern, indem ihr den Autopiloten an euren Arbeitsablauf anpasst. Vor allem für Stapelverarbeitung kann das zur Zeitersparnis nützlich sein. Wenn ihr eine Autopilot-Funktion deaktiviert habt, könnt ihr sie jederzeit für jedes einzelne Bild aktivieren, indem ihr die entsprechende Funktion im rechten Panel im Bedienfeld auswählt. Bisher war es nicht möglich, über das Photoshop-Filtermenü auf Photo AI zuzugreifen, um eine Hochskalierung vorzunehmen. Jetzt könnt ihr Datei automatisieren, Topaz Photo AI wählen.
um die Hochskalierungsmodelle direkt aus Photoshop zu verwenden. Das Automatisieren-Plugin wird erstens die Leinwandgröße auf die gewünschte Bildgröße ändern. Zweitens eine neue Foto-AI-Ebene mit den hochskalierten Ergebnissen erstellen. Wir sehen hier, das Upscaling ist automatisch auf Vierfache gewählt worden. Die Ursprungsaufnahme hatte nur eine lange Kante von 500 Pixel. Schöne Aufnahme, aber viel zu klein. Wir klicken auf Save Back to Photoshop und sehen hier oben drüber die zweite Ebene. Jetzt können wir durch die Änderung der Sichtbarkeit dieser Ebene die Ergebnisse der Hochskalierung sehen. Schalte die Ebene aus und schalte sie ein. Ich vergrößere das Ganze mal etwas, damit es deutlicher wird. Und ziehe das Auge dort rein. Das war es vorher. Und das ist es jetzt. Ihr könnt auch weiterhin das bestehende Filter-Plugin neben dem neuen Automatisierungs-Plugin verwenden, falls ihr nicht hochskalieren wollt. Topaz ist sich einiger bestehender technischer Einschränkungen schon bewusst, die allerdings im nächsten Monat schon behoben werden sollen. Beleuchtung anpassen und Farbe ausgleichen funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet mit DNG-Exporten. Exportiert daher vorläufig diese Anpassungen besser in TIFF, PNG oder im JPEG-Format. Habt ihr zusätzlich zu Adjust Lighting oder Balancing Color noch andere Funktionen aktiviert? Dann wird die Bearbeitung der Beleuchtungs- und Farbparameter langsam sein, da die anderen Filter auch bei der kleinsten Änderung zuerst ausgeführt werden müssen. Schauen wir uns das gerade mal kurz an. Ich ändere das von 5 auf 7 und wir sehen hier oben, es muss geschärft werden, es muss entrauscht werden, es muss vergrößert werden. Erst ganz zum Schluss kommt die Beleuchtungs- und Farbangleichung. Allerdings ist bereits für die kommende Woche eine erhebliche Leistungsoptimierung für die Farbbalance geplant. Beleuchtung anpassen und Farbe ausgleichen sind derzeit vom Autopiloten ausgeschlossen und müssen in jedem Fall manuell aktiviert werden. Bitte gebt Topaz euer Feedback zu Beleuchtungsanpassen und Farbe ausgleichen, damit die Entwickler wissen, wo sie die Funktionen verbessern müssen. Beide Funktionen befinden sich derzeit noch im Beta-Status. Ihr könnt auch gern Beispiele für gute und schlechte Ergebnisse einsenden. Benutzt dazu aber nicht diese Send-Feedback-Funktion. Ihr landet dort nämlich in einer englischsprachlichen Diskussion der Topaz-Community. Geht stattdessen im Hilfemenü auf Give Feedback und sendet dort eure Beschwerden und Beispiele ein. Wenn euch das lieber ist, könnt ihr eure Mitteilung auch gerne in Deutsch einsenden. Verwendet dabei aber bitte Schriftsprache, keinen Dialekt, denn die Übersetzungssoftware käme damit nicht zurecht. Hat euch dieses Video gefallen? Dann zeigt es mir ruhig mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr dazu auch noch meinen Kanal abonniert und nicht vergesst, die Glocke zu aktivieren, werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir erscheint. Ich hoffe also, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.